wertvolle Fantasiegebilde zu erschaffen. Eine Woche lang schaufelten und kratzten sie in Schnee und Eis. Und nun sind die Kunstwerke fertig. Herrin der Wölfe wurde dieses Werk von seinem Schöpfer genannt. Und die kühle Frau ist zugleich auch Herrin im Schneegarten der Fantasie. Sie hat den Schneeskulpturenwettbewerb gewonnen. Erschaffen wurde das Kunstwerk von Samir Yushayev. Der gebürtige Tschetschene ist eigentlich Maler und hat zum ersten Mal an diesem Wettbewerb teilgenommen. Malen kann ich, aber das ist immer, immer von einer Seite. Ja. Das Bild ist auf flacher Oberfläche und das hier dreidimensional war ein bisschen schwer. Ja, doch. Und so sah es noch am Montagmorgen aus. Mit Sägen, Schippen und Schaufeln machten sich die Künstler daran, aus den 2,5 Meter großen Schneewürfeln Kunst entstehen zu lassen. Unter ihnen auch Lutz Punte aus Meißen. Der Euro hat es ihm angetan, den will er nun fälschen. Aber wie? Manche kamen schon mit dem Vorschlag, macht da einfach eine 5 drauf. Also ein 5 Euro, den gibt es natürlich nicht, den gibt es nur als Schnee. Ist eine Überlegung wert. Mal sehen, vielleicht mache ich es auch. Während Lutz Punte an seinem falschen Euro weiterschürft, wird anderswo kräftig gekratzt und gehauen. Doch alles muss genau durchdacht sein. Auch diese Damen aus Heiligenstadt überlegen noch einmal genau, bevor sie in ihre Märchenwelt eintauchen. Das sollen 4 Köpfe werden, wie aus dem Kasper-Theater. Eine Prinzessin, ein König, ein Teufel und eine Hexe. Und das hier wird mal die Prinzessin, auch wenn man es noch nicht so genau sieht. 5 Tage später. Die Skulpturen sind fertig. Lutz Punte hat sich gegen die 5 in seiner Münze entschieden. Und sein Euro ist beliebt. Den finden wir sehr gut. Und wenn wir nach Hause gehen, nehmen wir ihn mit. Damit wir auch einen großen Euro haben. Aber es ist wirklich wunderschön. Schwer für die Jury, aus allen Skulpturen die schönste zu küren. Immerhin buhlen 9 vergängliche Schönheiten um die Gunst der Betrachter. Und die zeigen sich beeindruckt. Klasse. Also ich finde alle schön hier, ne? Alle Skulpturen. Die 2 Skulpturen am Anfang, meiner Meinung nach der schönste, außer und ein Euro mit. Die anderen Künstler, die müssen noch ein bisschen an sich arbeiten, damit noch was Besseres rauskommt. Bis die Frühlingssonne den Schnee wieder zum Schmelzen bringt, kann sich in Hermsdorf jeder selbst ein Bild von der kalten Kunst machen.